Im Mountainbiken ist man in der Natur. Man fährt über Stock und Stein, im Wald, Trails. Man fährt auf und ab. Man muss nicht an einem bestimmten Ort sein. Man kann wirklich überall etwas Neues entdecken. Wir sind früher noch nicht so oft ins Ausland in die Ferien gegangen. Ich wollte eigentlich einfach auf Spanien in die Ferien gehen. Und dann waren es halt Bikeferien gewesen. Und in diesem Jahr durfte ich aber noch nicht mit, weil sie mir gesagt haben, ja, du kannst ja nicht Mountainbiken, also kannst du leider nicht mitkommen. Und ja, dann habe ich angefangen und das Jahr darauf durfte ich auch mit auf Spanien in die Bikeferien. Und das war mein Anspruch. Am schönsten ist es natürlich schon ja, in den Bergen, in der Schweiz, wie zum Beispiel hier in Davos. Die Schweizer Bike-Landschaft ist sehr schön, sehr gebirgig, wurzelig, steinig, sehr technisch. Am Start ist die Nervosität, auch der Herzschlag, der schneller wird. Wenn man drauf fährt, gibt es Situationen, wo einem Bein und alles weh macht. Man überholt jemanden, hat man ein Glücksgefühl. In einer Abfahrt probiert man sich natürlich so gut wie möglich zu erholen. Das Biken ist für mich eigentlich wie eine Lebensschule. Ich lerne selbstständig sein, um meinen ganzen Tag einzuteilen, wie ich trainiere, alles organisieren. Das gibt mir sehr viel und ich glaube, der Sport ist die beste Lebensschule, die man überhaupt machen kann. Wenn ich irgendwo auf einem Berg kann sein und einen Trail runterfahren und ein schönes Panorama kann geniessen kann, dann ist es so wie, ja, frei wie ein Vogel eigentlich.